Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei mir auf Hof Wolf, gemeinsam mit dem MB-Truck 1000 und dem Rabe Bluebird 3000. Ja, das ist einer der aktuellsten Mods, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme aus dem Hause Vertex Design. 3 Meter Grubber, schöne Konfigurationsmöglichkeiten. Ich habe mir jetzt hier in der nahegehenden Vollausstattung, dachte ich, er ist preislich sehr, sehr gut und passt eigentlich perfekt. Und was wir damit machen, ja, wir arbeiten den Ölrettich ein. Und natürlich machen wir das nicht einfach so, sondern Gott sei Dank, wir haben hier Precision Farming. Sind wir dort auch in der Lage, hoffentlich den Stickstoffgehalt zu erhöhen. Was heißt hoffentlich? Ich habe im letzten Stream schon angefangen. Ich weiß, ich kenne das Ergebnis schon, aber nichtsdestotrotz möchte ich das auch in einem Video nochmal festhalten, weil es nicht zuletzt halt ein sehr schöner Arbeitsschritt ist. Ja, und ich würde sagen, ich schmeiße mich hier direkt in den MB-Truck. Ich bin nochmal hergefahren, ein kurzes Päuschen gemacht. Wir haben es jetzt 17.13 Uhr. Ich denke, das eine Feld bekommen wir zumindest noch fertig. Und boah, mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Einmal an die gute Stube hier. Und weil wir heute mit Real Manual Transmission fahren, und das mal ein bisschen anders ist als sonst, werde ich heute mal noch die Kamera mit einschalten. Dann seht ihr mal, wie auch mit dem Handgas die Einstellungen, wie ich das alles so mache. Ne? So, als allererstes heben wir hier hinten mal aus. Uiuiui, das wackelt schön. Handbremse raus, wir nehmen mal den zweiten Gang rein, wir sind in der höchsten Übersetzung. Ausgelegt ist der ja bis zu 39, knapp 40 bergab, mal schauen. Und damit fahren wir jetzt mal zum Feld. Wenn die Straße frei ist. So, hier kommt noch was. Da kommt auch was. Hier haben wir noch einen Fußgänger. Ja, gut, Begängnis hier. Jo, das passt. Oh, sportlich, sportlich. So, ich muss mir mal noch ein bisschen einen Gedankengang machen, mit welcher Spritze wir arbeiten werden. Fahrgassen haben wir ja jetzt hier nicht drin, dadurch, dass ich die Version gewechselt hatte. Ich weiß es aber noch nicht so richtig. Vielleicht könnt ihr mir dazu ja was in die Kommentare schreiben, was sich da anbietet. Ich denke mal 15 Meter, das ist mehr als ausreichend. Ja, 39,6, mehr gibt es Getriebe hier nicht her. Wie gesagt, Rear Manual Transmission wird gefahren. Da hat das Fahrzeug von Brevi auch schon Standard von Haus aus eine Eintragung mit drin. Ne, für alle diejenigen, die sich fragen, das ist der von Brevi 456. Mit, ja, ein paar Modifikationen hier. Und ich sag's halt auch nochmal an der Stelle, Fragen kostet ja nichts. Nein, den gibt es so nicht. Modifikationen, wenn es keine Freigaben dafür gibt, sind immer privat. Ich bin kein Modder. Und alles, was ihr wissen müsst, ist in der Modliste. Mehr werde ich dazu auch nicht beantworten. Da steht alles drin, was es da nicht gibt und so weiter und so fort. Ist auch nicht böse gemeint, ist halt einfach so, ne? So. Da sind wir am Feld angelangt. Licht brauchen wir auch noch nicht. Ist noch relativ schön hier. Klappen wir das Ganze mal aus. So, zack. Und die andere Seite. Zack, wunderbar. Ich blende mal eben schnell den HUD ein. Wir können aber das hier ausmachen. Und wir können das hier ausmachen. Ich denke, ich gehe hier eine Gruppe runter. Ach so. Ach, wie immer. Habe ich natürlich die Gruppen vergessen. Das werde ich mal eben ganz schnell noch belegen. So, da sind wir auch schon wieder. Also einmal Gruppenset runter, 1h bis 9,5 km/h. Das ist eigentlich schon in Ordnung. Warum? Also wenn ihr euch fragt, warum ich jedes Mal das neu belegen muss. Ich habe es so gemacht, ich habe meine Input-Bindings schreibgeschützt gemacht. Ich habe die frisch gemacht, ganz frisch und neu und gleich schreibgeschützt. So schreibt sich nicht immer diese ganzen Maus-Events da rein.
Denn je größer die wird, desto langsamer wird bei mir das Escape-Menü. Ja gut, dann gehen wir mal hier in den dritten Gang. Halt, was wir noch zuschalten, ist einmal Allrad. Und ich denke, wir fangen hinten an. Bleiben wir gleich mal im vierten Gang. Gruppe 1. Hoch. Wir sind sogar hoch. Wir könnten jetzt noch in der Gruppe 1 low gehen. Erstmal rückwärts. Ein Slow wären wir bis 7,6 km/h. 1L im vierten bis 12,8 sogar. Das können wir eigentlich auch machen. Mal gucken, ob wir das angefahren bekommen. Im Ölrettich drin. War ja ohne Probleme. Und jetzt sehe ich hier, deshalb wollte ich unbedingt einen separaten Schubhebel. Jetzt ziehen wir nämlich hier das Handgas hoch. Na, ihr hört und ihr seht vielleicht hier. Also nämlich sehr, sehr praktisch. Ja, und da bewegen wir uns so rund um die 8 km/h. Ich sag mal, es ist ganz gängig. Und dann bin ich mal gespannt, beziehungsweise, ja, wir schauen uns dann natürlich am Ende mal an. Ich möchte dann auch noch was probieren, was ich im Stream auch probiert habe. Da werde ich aber dazu vor speichern. Also davor werde ich erstmal speichern. Na, noch ein bisschen mehr Umdrehung vielleicht. Ja, ich weiß. Ach, das tut ihm weh. Nee, da hält das mal aus. Alles gut. Was haben wir jetzt hier? Ja, knapp vor 2000 Umdrehung. Ich nehme am Vorgewende dann immer das Handgas weg und übernehme mit dem Fuß wieder. Ah, ein bisschen zeitig auskurven. Vielleicht machen wir nochmal hier das Vorgewende schnell. Wieder Handgas rein und dann kann ich ja meine Beine entspannen. Das finde ich ganz praktisch. Das Ding, das arbeitet schön, es bewegt sich schön. Wir gehen gleich ausnahmsweise nochmal in die Außenansicht. Ihr seht schon, wie das hier schön glitzert, ne? Vor uns, beziehungsweise reflektiert die Sonne, da haben wir Gülle ausgebracht. Es ist schon schön, es macht schon sehr viel Spaß auch hier, ja, so analog zu arbeiten, sage ich mal. Wir haben jetzt hier kein GPS, wir haben kein elektronisches Getriebe, wir haben lediglich ein synchronisiertes Getriebe, was wir hier selber schalten. Mit 4 Gängen und 3 Gruppen, beziehungsweise, nein, wir haben noch eine zweite Gruppe und dann haben wir Low and High. So, also das Getriebe hier passt auch wunderbar. Mal hier mal ein bisschen die Beleuchtung anschalten, ja, das können wir eigentlich machen, hinten brauchen wir sie nicht. Müssen mal gucken, dass wir hier nicht so weit rüber kommen. Prima. So, wir haben 17.21 Uhr, also allzu lang können wir hier auch nicht mehr arbeiten, sonst belästigen wir auch so ein bisschen die Leute hier. Und den Druck haben wir auch nicht, wenn ich mal schaue. Es ist noch relativ... Müssen wir mal gucken, was die Bodentemperatur machen. Und dann drückt hier natürlich die Saat. Es war hier vorher Weizen drauf gewesen. Das ist ja auch prinzipiell ein echt alter Spielstand. Also ich habe ihn auf jeden Fall schon sehr lang. Und hier wird, ja,
Mais drauf kommen. Für unsere CCM-Herstellung. Oh, jetzt gehen wir ja auch nochmal quer. Ja, in der MB-Trakt zieht das halt ganz locker. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die RMT-Version drin habe. Nein. Die den Load anzeigt, habe ich nicht drin. Aber er ist entspannt. Er ist echt entspannt. Sogar mit Allrad drin. Also mit Allrad drin erst recht, sage ich mal. Ich kann gleich nochmal das Handgas drin lassen im Vorgewende. Aber es erschließt sich mir nicht, das zu tun. Deshalb nehme ich es immer wieder raus. Was ich hier in Gang 5 und Gang 6 mache, das ist im Prinzip mein Vorwärts-Rückwärts. Weil wir haben ja nur 4 Gänge, so kann ich 1, 2, 3, 4 normal belegen. Und 5 und 6 habe ich dann Vorwärts-Rückwärts Shuttle-Control. Sehr, sehr, sehr angenehm, macht extrem Spaß und ja, muss man ganz ehrlich sagen, ist, was Haarschaltung angeht, dem VCA meilenweit voraus. Ist einfach so. Und es funktioniert auch wunderbar zusammen. Ich meine, das Heben und Senken, was ich hier mache, das passiert alles im VCA. Den kann man parallel natürlich laufen lassen, muss natürlich nur aufpassen, dass Gas geben, Bremsen und so weiter und so fort. Gas geben, Bremsen. Gangwechsel, Gruppenwechsel und so, dass sich das vielleicht nicht überschneidet. Muss da ein bisschen gucken, aber im Regelfall arbeiten die sehr schön miteinander zusammen und das sogar auch mittlerweile im Multiplayer. So, ihr seht, wir haben hier vor uns noch eine Fläche. Vielleicht setze ich dann auch mal einen zusätzlichen Livestream an, ich weiß es nicht, um das fertig zu bekommen. Wir werden sehen. Achso, ja, wir wollen ja mal das Handgas drin lassen. Ne, aber bringt halt nichts, ne? Der dreht halt hoch, von daher nehmen wir ihn runter und gut ist. So, ich denke aber, das reicht, um das Ganze mal zu überprüfen, denn wir wollen ja gleich noch was Zusätzliches überprüfen. Dazu können wir hier erstmal ausmachen und das Fahrzeug selber auch ausmachen, obwohl das brauchen wir gleich nochmal. Wir lassen ihn laufen, er war ja gerade auf Umdrehung, lassen wir ein bisschen kalt laufen. Als allererstes die Bodenwerte. Gut, Mais kommt halt auch erst im späten Frühling, braucht 10 Grad, aber das ist auch nicht mehr so weit hin, deshalb sind theoretisch ist es Quatsch, den Ölrettich jetzt einzuarbeiten, aber im Zuge von Precision Farming wollte ich das jetzt ganz einfach mal wissen, wie verhält sich Precision Farming bei der Einarbeitung von hier beispielsweise Ölrettich. Ah, normal lassen wir den so lang, wie es geht, halt einfach stehen. Er hat halt die Nährstoffe gebündelt oder gebunden. Dann können wir das schön einarbeiten. Gucken wir ins Precision Farming mal rein, die 139. Was den Stickstoffwert angeht. Und da ist ganz deutlich zu erkennen, wir kommen von 40, 20 Kilogramm. Es ist so schlecht zu erkennen. Wenn ich mir die anderen... ihr habt mir gesagt, das kann man alles schön ausblenden. So, wir kommen von 40 Kilogramm und gehen auf 80. Ne? Hier haben wir 40 und hier haben wir noch 80. Das sind die beiden Farben, die aktiv sind. Und somit haben wir durch die Einarbeitung des Ölrettis 40 Kilogramm Projektor Stickstoffzuwachs. Sehr, sehr schön. Denn sind wir jetzt bei 80. Und für den Mais weiß ich jetzt gar nicht genau, was der für Nährstoffbedarf hat. Unter Fußdüngung funktioniert er leider, glaube ich, noch nicht so gut. Die Kamera können wir, by the way, wieder ausblenden. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber wir werden mal gucken, dass wir da entsprechend noch eine Düngung machen. Mit dem Mais, mit der Maiseinbringung oder vielleicht zwischendurch und dann passt das. Was ich jetzt aber gern ausprobieren wollen würde und dafür speichere ich jetzt hier nochmal ab. Funktioniert das Ganze denn auch, wenn ich wieder drüben auf meiner Fläche das Gras einarbeite? Das ist etwas, das wir jetzt nochmal ganz kurz ausprobieren wollen. Und
dass ich mir dann gleich im Menü angucke. Im Übrigen, diese Spuren, die ich hier hinter mir herziehe, das ist nur eine Textur und das kommt durch den aktuellsten Rea-Mod. Geile Sache, ne? Also es wirkt so plastisch und so wie dynamischer Boden, ist aber echt nur eine Textur und frisst halt ja, kaum Ressource, ne? So, hier gucken wir uns natürlich auch den Ausgangswert nochmal schnell an. Wir fahren nochmal ein Stück weiter hoch. Und gehen mal in der Gruppe in die 2. Und wieder zurück. Dann bin ich sehr gespannt, denn das habe ich ja nochmal ganz kurz ausprobiert und war mir aber nicht ganz klar, ob das so passt. So. Was haben wir hier? Wir haben ja hier schon ein bisschen was ausgebracht. Oh, 120 Kilogramm auf dem Hektar haben wir hier schon. 120 Kilogramm auf dem Hektar. Durch, also wir haben hier Gülle ausgebracht. Das ist ganz, ja, ganz amtlich, würde ich sagen. Und wir senken jetzt hier einmal den Grober ab. Ziehen das Handgas wieder auf. Und ziehen ja, ich sag mal, 2 Furchen rein. Lasst uns mal 2 Furchen reinziehen. Dann ist der Streifen ein bisschen breiter. Dann haben wir 6 Meter, das dürfte man dann ganz gut erkennen, hoffe ich mal. Wenn dann was passiert. Das heißt, wir können eigentlich auch jetzt schon wieder ausheben. Ist nur zum Test, ne? Also das ist mein Dauergrünland und das bleibt mein Dauergrünland natürlich. Aber ich möchte es ausprobieren, denn das wäre natürlich geil. Dann können wir im Greening nicht nur ölrettig machen, sondern ja, alles Mögliche. Oh, da müssen wir ein bisschen mehr aufziehen, damit da Geschwindigkeit kommt. Es geht ein bisschen bergauf. Handgas geht im Übrigen auch nur mit Tasten, ne? Mit 2 Tasten beispielsweise. Das analoge Achse, wie ich sie jetzt hier habe, ist natürlich eine schöne Sache. Muss aber nicht. So. Jetzt bin ich gespannt. Wir sehen hier, sind 2 Streifen drin. Theoretisch, wenn wir 40 dazu bringen, müssten wir bei 160 sein. Und siehe da, es funktioniert. 120 Ausgangswert, 160 sind auch 40 Kilogramm auf dem Hektar, wenn wir Wiese einarbeiten. Grünland. So kann man natürlich eine schöne Begrünung machen. Ist ein schönes Screening über den Winter hin. Könnte vielleicht im Frühling noch einen ersten Schnitt machen, das Ganze dann einarbeiten. Dann zack hat man schon mal 40 Kilogramm zusätzlich Stickstoff im Boden pro Hektar natürlich. Freunde. Also finde ich gut, dass mit der Wiese war ich mir noch nicht ganz klar, dass das funktioniert. Das mit dem Ölrett, ich wusste schon, das hattet ihr mir schon geschrieben. Hier als Video nochmal auch der Schritt der Einarbeitung des Ölrettichs da hinten. Wir gucken mal, ob wir dann nochmal einen Livestream dazu entsprechend machen, weil es ja noch ein bisschen dauert. Noch ein bisschen was zu tun ist oder ob wir das einfach dabei belassen. Wir werden sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, seid nicht scheu, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche, alles zu beantworten, soweit es geht. Ich lese sie auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.